Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Nachtbox vom Elif. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Nacht von Elif, das Ganze am 4. September erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Pop. Jawohl, es ist das dritte Album von Elif, das Ganze in einer Box erschienen. Wir werden als erstes mal die Folie abnehmen und dann schauen wir uns die Box mal an. So, die Folie lässt sich hier wunderbar runter machen und so sieht dann die Box aus. Also wir haben hier eine recht düstere Box, hier komplett in Schwarz gehalten. Unten lesen wir dann noch den Schriftzug in Rot, Elif, also den Namen der Interpretin. Und hier in der Mitte gibt es noch so eine Maske, so eine, ja, ich würde sagen Drachen- oder Dämonenmaske. Sieht für mich so nach asiatischem Raum aus. So, auf der Seite auch nochmal Elif. Links der Albumtitel Nacht. Und auf der Unterseite der Box lesen wir auch nochmal groß Elif Nacht. Dann hier auch sogar einen Verbraucherhinweis, und zwar: enthält explizite Inhalte, die nicht für Personen unter 16 Jahren geeignet sind. Dann hier noch die Beteiligten, die Labels und natürlich ein Barcode. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. Eine Box zum Aufklappen und hier kommen wir auch schon zum Inhalt. Wir haben hier einmal mit dabei ein Shirt, dann haben wir einen Patch, einen Mund-Nasen-Schutz, also so eine Maske fürs Gesicht. Das Album an sich in einem Jewel Case. Und als letztes haben wir dann hier auch noch ein Poster. So, von innen die Box in Weiß. Klappen wir mal wieder zusammen und packen die zur Seite. So. Der einzige Inhalt, der hier in Folie kommt, ist tatsächlich das Shirt. Alle anderen Sachen kommen hier ohne Folie. So, dann hätten wir das Shirt auch mal aus der Folie befreit. Und dann starten wir wie immer mit dem Album an sich. So sieht das aus. Nacht von Elif. Also, hier haben wir weder Interpret noch Albumtitel abgedruckt. Das Cover ist in Weiß gehalten. Und dann hier in Pechschwarz die Interpretin abgebildet und auf ihrem Hinterkopf oder seitlichen Kopf dann diese Maske, die wir schon auf dem Boxcover, auf dem Boxdeckel hatten. Ansonsten hier alles in Weiß, ebenso auf der Seite in Weiß und auf der Rückseite lesen wir Elif Nacht, darunter die Tracklist, 16 Stück an der Zahl. Wir haben auf dem Album zwei Features aus dem Bereich Deutschrap mit dabei, und zwar einmal auf dem Track Nummer 5 Augen zu, Samra, und auf dem Track Nummer 9 Feind mit Azad. Also zwei Features hier auf die 16 Tracks verteilt. Dann haben wir hier noch wieder die Beteiligten plus den Barcode. Und dann schauen wir mal rein. So, als erstes kommen wir zum Booklet. Hier geht's los. So, wir haben hier einzelne Fotos, schwarz quadratisch. Dann geht's hier los. Ui, eine Menge Lyrics. Also hier hat man jeden einzelnen Track dann Wort für Wort abgetippt. Und dann hier diese kleineren Absätze, die beinhalten hier komplett noch die Credits zu den einzelnen Tracks. Also da kann man dann alles hier entsprechend nachlesen. Wunderbar. Dann geht es hier weiter mit weiteren Lyrics, weitere Fotos. Okay, also das ganze Booklet ist so geteilt, immer eine Passage mit Lyrics und dann wieder Fotos. Und auf dieser letzten Seite, genau, haben wir dann hier auch noch eine Danksagung. Danke an alle, die mich auf meinem Weg unterstützt haben. Danke an meine Eltern, meine Familie, meine Fans und an den lieben Gott, denn du hast mich nicht vergessen. Elif. Ja, so sieht das aus. Dann kommen wir mal zur CD. Die ist in Weiß, Schwarz und Rot. Hier auch wieder der rote Schriftzug mit Nacht und darunter Elif. Und hier auch nochmal zu lesen. Gut, das war's zum Album. Wir kommen zum nächsten Teil. Und zwar haben wir mit dabei
ein Shirt. Jawohl. Das kommt hier in Schwarz, passend zum Artwork der Box. Aber hier auf diesem Shirt gibt es weder den Kopf, diesen Dämonen, diesen Maskenkopf, noch diese Abbildung hier von Elif, sondern wir haben hier ein anderes Motiv, und zwar die beiden Hände der Künstlerin, die hier gerade zwei Feuerzeuge entzündet haben. Dann wieder riesengroß der Elif-Schriftzug und darunter auch wieder diese Warnung bezüglich expliziter Inhalte, die nicht für Personen unter 16 Jahren geeignet sind. So, auf der Rückseite ist das Ganze hier in komplett schwarz gehalten. Und bei dem Shirt an sich handelt es sich hier um scheinbar Merchandise. Elif Nacht lesen wir hier. Und wir haben es hier zu tun mit One Size. Also das Ganze konnte man wirklich auch nur in einer Größe wählen. Das konnte man nicht individuell auswählen. Dann haben wir noch die Waschhinweise. Jetzt würde mich interessieren, ob wir hier... Genau, hier haben wir es. Wir haben es hier zu tun mit 100% Baumwolle. Und ja, wo das Ganze hergestellt ist, kann ich jetzt leider nicht nachsehen. Okay. Grüße gehen raus, unbekannterweise. So, dann packen wir das Shirt wieder zusammen und kommen zum nächsten Boxinhalt. Und zwar haben wir hier wieder dabei ein Poster. So, und zwar sieht das so aus. Im Hochformat wieder das Cover drauf. Unten rechts haben wir noch einen Elif-Schriftzug. Ich schaue mal ganz kurz. Also für mich sieht das tatsächlich signiert aus. Also das ist, soweit ich es beurteilen kann, nicht irgendwie aufgedruckt, sondern für mich sieht das aus, als wäre das wirklich im Nachhinein hier aufgeschrieben worden, signiert worden. Also ein signiertes Poster, einseitig bedruckt, Rückseite ist weiß und Poster, wie gesagt, im Hochformat. So, als weiteren Boxinhalt haben wir denn hier, passend zu der ganzen Corona-Phase, haben wir hier dann noch einen Mund-Nasenschutz in Schwarz. Auch hier mit schwarzen Trägern. Die Innenseite ist hier in so einem Weiß bzw. Beige. Ja, so eine klassische Stoffmaske. Und hier dann auf der rechten Seite haben wir wieder den Elif-Schriftzug. Ja, also die kann man auf jeden Fall dann tragen und entsprechend dann sich als Elif-Fan outen. Und als letzten Boxinhalt haben wir diesen hier. Und zwar einen Patch, der kommt hier in Kreisform mit weißem Aufdruck. Und zwar haben wir auch wieder die Künstlerin mit einer Kappe abgebildet und ihrem klassischen Haarschnitt. Ja, kann man sich an die Kleidung machen, an den Rucksack, wohin auch immer. Gut, das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal der eben gezeigte Patch, kreisförmig. Dann haben wir hier den Mund-Nasen-Schutz in Schwarz und Rot. Das Poster, einseitig bedruckt im Hochformat, inklusive Signatur. Dann das Shirt, One Size. Und natürlich das Album an sich, Nacht von Elif, mit insgesamt 16 Tracks und 2 Features im regulären Toolcase. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box. Nacht von Elif. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare, und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Elif unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.